Neustädtels Geschichte ist geprägt von über 700 Jahren Bergbau. Nach dem Beginn des Silbererzbergbaus 1471 am Schneeberg bei Neustädtel entstanden in kürzester Zeit 100 Gruben. Einer dieser Schächte, der Schindlerschacht, wurde im Juli 2014 525 Jahre alt. Das ist durchaus bemerkenswert, doch im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand eigentlich ein anderes Jubiläum. 15 Jahre Bergsicherung Sachsen. Dabei machte der Schacht lange Zeit einen eher trostlosen Eindruck. Bis ein, eigener Aussage nach, etwas verrückter Geschäftsmann Ende der 90er Jahre auf dem Gelände die Bergsicherung Sachsen gründete. Von Anfang an hatte Franz Riebisch dabei den Denkmalschutz im Blick. Er ließ alte Häuser sanieren und errichtete neue nach altem Vorbild. Selbst das einst graue Wismut-Verwaltungsgebäude passt sich mit seinem Fachwerk heute bestens der musealen Umgebung an. Bis 2011 dirigierte er als geschäftsführender Gesellschafter die Arbeit der Firma. Die Jubiläumsfeier 2014 war würdiger Rahmen, den aus der Kohle stammenden verdienten Bergbauexperten feierlich zu verabschieden. Doch Ruhestand bedeutet für den Mann aus dem Ruhrpott nichts mehr zu tun. Zukünftig will er sich mehr seinen Hobbys widmen, zum Beispiel der Renovierung historischer und denkmalgeschützter Gebäude. Die Geschäftsführung hat Diplom-Ingenieur Tobias Steinert übernommen. Er wird das Erbe seines Vorgängers pflegen, ließ zum 15-Jährigen auch gleich Taten folgen. So wurde unter der Regie des Europäischen Köhlervereins zum Geburtstag stilecht Holzkohle auf dem Schacht produziert. Über eine Tonne wurde am Samstagvormittag geerntet. In erster Linie wohl zum Grillen. Früher war das anders. Wo der Bergmann war, war auch der Köhler. Bergbau, Köhlerei und Hüttenwesen gehörten untrennbar zusammen. Am Sonntagvormittag wurde das Jubiläum des Schindlerschachtes mit einem Berggottesdienst gefeiert. Auch der Gottesdienst hat eine lange Geschichte. Alljährlich um den Bergstreittag herum abgehalten, kann er 2018 auf eine 500-jährige Tradition verweisen. Ihren Ursprung hatte er wenige Meter weiter in der St. Anna-Kapelle. Das heutige kleine Denkmal am Straßenrand erlebte 1518 im Zuge der Reformation den ersten evangelischen Gottesdienst im Westerzgebirge. Nicht nur die Kapelle, auch die Fundgrube Anna und Schindler als eindrucksvolles museales Betriebsgelände sind heute an den Bergbaulehrpfad angebunden. Immerhin 400 Meter geht es vom Huthaus aus in die Tiefe. Tobias Steinert kann sich keinen besseren Standort für seine Firma vorstellen. Schließlich gehören Hohlraumerkundung und Verwahrung, aber auch Denkmalpflege zu den wichtigen Aufgaben der BSS Bergsicherung Sachsen GmbH.